Sie steigen nachts aus ihren Gräbern, um den Lebenden das Blut aus den Adern zu saugen. Und hat ein Vampir erst einmal einen Menschen gebissen, verwandelt sich dieser auch zu einem blutsaugenden Untoten. Der berühmteste Vampir ist Graf Dracula. Und nichts prägte unser heutiges Vampirbild wohl so sehr wie Bram Stokers gleichnamiger Roman. Aber was ist dran am Mythos des blutsaugenden Monsters? Dr. Peter Mario Kreuter, Vampirforscher aus Regensburg, geht seit fast 20 Jahren dem Ursprung des Vampirglaubens auf den Grund. Und Graf Dracula hat damit nichts gemein. Dahinter steckt ein noch heute existierender Volksglaube aus Südosteuropa an Tote, die nicht in eine andere Welt hinübergehen können, auf dieser Welt gefangen sind und durch ihre schiere Existenz das Viehverderben, das Getreide vernichten oder auch die Menschen sterben machen. In Wien lagern unzählige Berichte von österreichischen Ärzten. Sie wurden in kleine Dörfer des heutigen Serbien, Bosnien und Rumänien geschickt und sollten dort untersuchen, ob bestimmte Todesfälle etwas mit dem Vampir zu tun haben, von dem die Dorfbewohner berichtet haben. Und oftmals fand man eben relativ unverweste Leichen, also wirklich Tote in gutem Zustand noch, in den Gräbern vor. Vampire. Dem Volksglauben nach gibt es viele Möglichkeiten für die Verwandlung. Ein schlimmes Unwetter bei der Geburt kann bereits ein Vorbote sein. Stirbt jemand sehr jung oder sehr alt oder passiert beim Begräbnis ein Missgeschick, kann sich der Tote in einen Vampir verwandeln. Und den gilt es dann zu vernichten. Das heißt, ihn auszugraben, zu pfählen, am besten zu verbrennen und die Asche wieder in das Grab zurückzuschütten. Also das Verbrennen als eine Art Turboverwesung. Damit hilft man auch dem Vampir, der dann endlich übergehen kann in die andere Welt. Weiß man noch nicht, wer der Vampir ist, dann muss man Haus und Hof gegen ihn schützen. Zum Beispiel, indem man Schlüssellöcher oder Fensterritzen mit Knoblauch einreibt. Noch heute glauben die Menschen in Südosteuropa an die Existenz von Vampiren. Erst 2004 hat sich in Rumänien eine spektakuläre Geschichte ereignet. Dort haben Verwandte aufgrund der Häufung von Krankheitsvorfällen einem zuvor verstorbenen Großvater, sage ich jetzt mal der Familie, nachts, nachdem sie das Grab geöffnet haben, das Herz herausgeschnitten, das Herz verbrannt, die Asche mit Wasser vermischt und an den Kranken zu trinken gegeben. Am Grab kann man übrigens nicht erkennen, ob ein Vampir unter der Erde liegt. Aber es soll vampirsichtige Tiere geben. Wo zum Beispiel ein schwarzer Hengst nicht über das Grab treten will, könnte ein Vampir liegen.